Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ARK. Und Leute, heute habe ich was Heftiges vor. Nicht das Heftige, was ich eigentlich machen wollte, hier die T-Rex zu zähmen. Nee. Heute werden wir einen Prom-Golem zähmen. Oh yeah, heute werden wir einen Prom-Golem zähmen. Und ich kann euch eins nur sagen, der sieht so heftig nice aus. Also wirklich vom Feinsten, sage ich nur. Ach ja, und ich habe mir einen Tech-Replikator gebaut von der Anunnaki Reborn-Mod oder wie auch immer die Dings heißt. Kann man halt, ein paar Bosse herspawnen, dies, das. Kommen wir irgendwann später zu, ne? Also, kommen wir nochmal zurück. Wir werden heute einen Golem zähmen und am Ende werde ich nochmal einen Dungeon machen. Im roten Gebiet, Leute, im roten Gebiet. Aber jetzt zeige ich euch als allererstes, wie ich meine Dinos benannt habe. Denn die Schlange, die Riesenschlange, hat von mir einen Namen bekommen. Und zwar... Orochimaru. Den Namen hat sie von mir bekommen, deswegen steht auch nur ein Name da. Und ich finde, der Name passt, Digga. Der Name passt. Aber ich werde eh noch zwei weitere Schlangen zähmen. Ich denke mal einen rot, einen blau oder so. Und dann dürft ihr die auch sehr gerne benennen, ne? Aber bis jetzt habe ich nur die. Gut, gehen wir weiter zu meinem Power Dragon. Der da oben ist. Der hat von euch natürlich einen Namen bekommen. Ich habe mir den besten rausgesucht. Und zwar Madara, vorgeschlagen von Sebi Basu. Und ja, wir schnappen uns jetzt Madara. Und ich zeige euch, wie heftig diese Bestie ist. Digga, er ist so stark. Ja gut, ich finde, er ist mittelmäßig stark. Er ist nicht schwach, aber er ist auch nicht so heftig. Er ist so mittelmäßig. Ich werde euch zeigen. Aber ja, erstmal müssen wir darüber fliegen. Ihr wisst ja selber, die Drachen sind nicht gerade die schnellsten, ne? So, jetzt bin ich endlich angekommen, gefühlt nach einer Stunde. Und eine Sache noch. Es kann sein, dass Ark heute ein bisschen laggy ist. Ich kann da leider nichts für, aber ich hoffe, das stört nicht so. Gut, Linksklick. 40.000, Leute. Linksklick. 40.000. Also kann man sich mal eben so geben, ne? Und Rechtsklick natürlich. Einen Moment. Durchgehend 4.444. Also, Leute. Der hat schon ordentlich was drauf, ne? Ist halt ein Power Dragon. Richtig nice. Okay, ja. Mehr brauche ich gar nicht zeigen. Also, er ist halt wirklich heftig stark. Vielleicht kann ich mit ihr noch mal bald ein paar Bosse klatschen. Ich weiß noch nicht, aber das reicht jetzt erstmal. Jetzt bringe ich ihn zurück und wir schnappen uns Naruto oder so und wir holen uns den Prom Golem. Denn wirklich, Leute, der Prom Golem ist sogar heftiger als mein Power Dragon. Ihr werdet es selber sehen. Okay, erstmal zurück und wir schnappen uns Naruto. So, da haben wir den Hübschen. Wir springen mal drauf. Ich wollte raufspringen. Ich wollte nicht rüberspringen. Wir springen mal rauf. Und es kann losgehen. Der Golem ist auch gar nicht so weit entfernt. Er befindet sich fast vor mir. Da vorne auf diesem kleinen Hügel. Ihr wisst bestimmt nicht, was ich meine, aber hinter diesem kleinen Wald auf so einem Hügel. Ihr werdet es gleich selber sehen. Und das Gute ist halt wirklich, man zähmt ihn passiv. Ein Stück Prom-Food und der Gute ist gezähmt. Digga, ihr werdet das gleich sehen. Ich hoffe, es haut alles so hin, wie ich mir das denke. Okay, Leute, bis gleich. So, da ist auch schon dieser kleine Berg. Und da ist auch schon der Golem. Digga, hat sich gerade eingegraben. Oh, ich hoffe, das sind nicht zu viele Dinos, die mich irgendwie töten können. Oh, da ist schon das Prime-Schwein. Ah, shit. Und hier ist er, Leute. 800 Level. Prom-Rock-Golem. 187.000. Leben. Oh, Digga. Okay, aber... Ja, es ist halt jetzt gerade für mich ein bisschen blöd. Wir gehen jetzt einfach auf gut Glück los und wir hoffen, dass wir ihn gleich zähmen. Revenger? Er kommt auch schon. Ich hasse Revenger. Stirb! Gut. Jetzt aber. Ah, ich dachte, ich fliege runter. Wir laufen einfach hin und drücken E. Zack. Er ist gezähmt. Digga, 1199 Level. Okay, gleich rüber hier. Das Prime-Schwein ist nämlich da. Zack. Wir gucken uns den Golem gleich an. Aufheben. Naruto, da bist du doch. Zack, zack. So. So schnell habe ich, glaube ich, noch nie etwas gezähmt. Also, Leute.
Holt euch davon einfach eine Armee, weil ein Stück Prom Food, das Ding ist gezähmt, also ist schon easy. Kann aber auch an den Einstellungen liegen, ich weiß es nicht. Aber ich werde mir davon auf jeden Fall jetzt richtig viele holen. Digga, guck mal hier, die Prime-Viecher, die werde ich mir auch demnächst mal zähmen. Aber jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Gut, gehen wir zurück. Mehr will ich gar nicht hier zeigen. Wir werden jetzt einen Sattel ausrüsten und probieren den Rock Prom Golem aus. Und ich hoffe, dass er stark ist. Ich hoffe, dass er stark ist. Und wir gucken ihn erstmal gleich richtig an, ne? Wir haben ihn noch gar nicht richtig gesehen. So, dann wollen wir mal. Wir schmeißen den Golem hin. Digga! Digga! Ist der riesig? Und sieht der heftig aus oder sieht der heftig aus? Digga! Ach ja! Dieser Golem ist größer als ein normaler Golem. Ich muss das wieder sagen. Digga, guck mal, wie riesig der ist. Und guck, wie heftig der aussieht mit seiner Rüstung und alles. Digga, das ist bis jetzt einer meiner schönsten Kreaturen. 231.000 Leben. 1.199 Level. Heftiger Shit, Digga. Heftiger Shit, Digga. Okay, wir werden gleich mal einen Sattel bauen. Ich muss einen Sattel bauen. Ich werde jetzt mal schnell einen Sattel bauen, dann werden wir ihn ausprobieren. Mal sehen, was das so drauf hat. Okay, geben wir jetzt mal ganz einfach Golem ein. Haben wir eingegeben. Da ist der Sattel. Ich stelle den Sattel her. Und ich call mal so, er zieht 15.000 ab. Minimum. Minimum 15.000. Ich glaube sogar, dass er viel mehr abzieht. Digga, wenn er sich erstmal digitiert. Digga, wenn er sich erstmal digitiert. Ich weiß gar nicht, was für eine Pause nicht reinpacken soll. Es gibt ja Power, es gibt ja Guardian, es gibt Flight, es gibt Poison, es gibt sämtliche Pausen. Rein damit, wir gucken mal. Welche Pausen kann er denn alle nehmen? Also, ich kann ihn zu einem Guardian Rock Golem machen. Power Rock Golem oder ein Speed gibt es auch? Das wusste ich gar nicht. Was sagt ihr, Leute? Ich würde sagen Power, oder? Oder Guardian? Was sagt ihr? Naja, aber als allererstes Nahkampf. So, jetzt setzen wir uns drauf und gucken, was er so drauf hat. Digga, der sieht schon cool aus, ne? Okay, Linksklick. Yeah. Seht ihr diese Explosion? Rechtsklick. Hä? Er schmeißt eine Tech-Bombe. Richtig nice. C? Ja, moin. Ja, moin. Digga, was geht hier ab? Alter. Alter. Ja, moin. Okay, okay. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich finde gerade übelst heftig. XSRG. Digga. Und gleich Level bekommen. Nahkampf. Gut. Ja, schnell ist er. Ja, schnell ist er jetzt nicht so, aber das macht nichts. Das macht nichts. Ich hebe ihn auf. Ich muss ihn ausprobieren. Den muss ich ausprobieren. Let's go! Ab zum Schneegebiet. Digga. Einfach der König der Rock Golems. Ihr könnt ihn auch sehr gerne benennen, ne? Übrigens, also damit ihr Bescheid wisst. Er braucht einen heftigen Namen. Broly, den Namen kann er nicht kriegen, das kann ich schon mal jetzt sagen. Broly bekommt auf jeden Fall noch einen Lava-Golem, diesen Namen. Aber ihr könnt ihn auf jeden Fall anders nennen. So, würde ich mal sagen, landen wir hier. Und zack. Wir zeigen jetzt deine Macht. Okay, erstmal hier die Tech-Bombe. Ja, moin, dich getroffen. Tech-Bombe. 31.000? Ja, normaler Schlag. 21.000. Gut, gut, gut. Er ist ungelevelt, ne? Er ist ungelevelt. Machen wir ihn noch mal ein bisschen stärker. So mit 41 Punkten kann man ihn auf jeden Fall noch mal ein bisschen stärker machen, ne? Okay, so. Rüber damit. Gönn dir, Digga, gönn dir. Wie stark bist du jetzt? Zeige uns deine Macht. Ja, 53.000. Ja, ist doch ganz angenehm, ne? Was haben wir hier?
35.000, ja. Mensch. Ist doch auch ganz stark. Ich finde den mega nice, Alter. Guckt ihn euch einfach an. Ich möchte jetzt nochmal einen richtig heftigen Gegner haben. Also wirklich einen heftigen Gegner. Da, guck mal, Leute. Zwei Alpha... Was ist das denn? Hier war ja was. Zwei Alpha-Gigas. Denn ihr wisst, er ist ein Rock-Prom-Golem und er bekommt weniger Schaden. Das heißt für mich, ich rotz die weg. Digga, 64.000 Schaden mache ich. Digga, 64.000 hier mit meiner Bombe. Alter. Guckt euch das an. Und normaler Angriff 42.000. Alter, das ist ein Alpha-Giga, Digga. Und er blutet schon. Ich merke noch nicht mal irgendwas. Noch ein bisschen. Gleich habe ich ihn. Und tot. Alpha-Kibbel auch gleich erhalten. Digga. Niemand hat eine Chance gegen mich. Okay, es gibt schon welche, die eine Chance gegen mich haben. Aber ich sage es einfach so. Und jetzt werde ich den schönen Giga erstmal abbauen, weil mein Golem kann leider nicht abbauen, was ich ein bisschen schade finde. Aber naja, was soll's. Kriegt da gleich von mir schön das hohe Filet. Und wir machen weiter. So. Arigato. Gut, ich guck nochmal hier rein. Hat er was Gutes verloren? Nee, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Steige ich auf? Ja, töte ich noch irgendwas? Lohnt sich eigentlich nicht wirklich. Ich mache ja eh jetzt noch einen Dungeon im roten Gebiet. Von daher... Ich kann den Giga hier nochmal... Komm, wir töten nochmal diesen Giga. Fürs Feeling und wegen Level. Und dann schnappe ich mir zwei kleine Dinos. Denn große Dinos kann ich nicht mitnehmen. Ich muss mir wirklich zwei kleine Dinos mitnehmen. Und wir machen den Dungeon im roten Gebiet. Weil ja, mein Golem würde da nicht reinpassen. Noch nicht mal Naruto würde da reinpassen. Also ich brauche schon Fistpanda oder sowas. Irgendwie sowas. Tao Tao, Manji ist der, glaube ich, ne? Die beiden nehme ich mit. Oder irgendwelchen anderen. Ich werde es doch sehen. So, weg. Weg mit dir. Kommen schon ein paar Schläge noch. Komm schon. Er rackt sich auch sehr schnell hoch, muss ich sagen, ne? So, komm schon. Gut, danke. Eine Hugh XP Potion. Ja, die gönne ich ihn auch nochmal. Nahkampf. Gehen wir aber jetzt wieder zurück, ne? Er ist auf jeden Fall heftig stark. Ist einer meiner schönsten Kreaturen. Also wirklich, guckt ihn euch an. Göttlich, sage ich nur. Göttlich. Und ja, das war mein Prom. Rock Golem. Aufheben. Zurück zur Base. Und ja, ich suche mir zwei kleine Dinos und wir gehen zum Dungeon. So, mein Golem, mach es dir gemütlich. Du bleibst jetzt hier. Oh, verliebt, Digga. Okay, wen nehme ich mit? Ja, ich würde sagen, kleine Dinos. Ich nehme ihn mit. Ich nehme Tao Tao mit zum Reiten. Und den zur Verstärkung. Also, weil innen drinne kann es sein, dass ich doch ein bisschen Platz habe und ich weiß nicht, was da für Kreaturen auf mich warten. Deswegen, ich nehme auf jeden Fall den hier mit. Und ich bin heftig überladen. Was hast du wieder alles in deinem Inventar? Ach du Scheiße. Pass mal auf die Artefakte, die nehme ich kurz rüber. Die sind nur wichtig. Das habe ich ja eh jetzt doppelt. Der Rest wird jetzt weggeschmissen. Scheiß drauf. Komm, weg damit. So. Ja toll, ich kann sie nicht mehr übertragen. Egal, wir heben ihn auf. Schnappen uns Tao Tao. Tao Tao packe ich in eine Kapsel einfach rein. Ich denke mal, das wird hinhauen. Und dann bewege ich mich langsam zum Dungeon hin. Tao Tao hat auch sehr viel Shit in seinem Inventar. Weg damit. Aufheben. Komm zurück, Tao Tao. Zurück in dein Pokéball. Danke, Ding. So, wollen wir mal nicht vergessen. Okay, das braucht er nicht. Sattel hat er noch drauf. Alles gut. Alles gut. Okay, also, wie schon gesagt, ich muss zum roten Gebiet. Da ist der Dungeon. Rote Gebiet ist nicht weit entfernt. Ist einfach die ganze Zeit geradeaus und ja, da wo diese fliegenden Inseln sind, da und das ist das rote Gebiet. Und ja, da werde ich jetzt eben mal kurz hinfliegen und dann werden wir uns wieder vom Eingang vom Dungeon wiedersehen. Bis gleich. Leute, ich bin ja gerade auf dem Weg zum roten Gebiet. Befindet sich auch hinter mir, kann man ja sehen.
Da vorne, ne? Da ist das rote Gebiet. Geh ich auch gleich hin, aber... Was ist das für eine Bestie? 6 Millionen Leben. Den kenne ich gar nicht. Und guck mal, wie breit seine Lebensanzeige ist. Habe ich noch nie gesehen, Alter. Und ich glaube, ich werde das Ding mal kurz besiegen. Ich habe es, wie gesagt, noch nie gesehen. Ich werde mal gucken. Nicht, dass ich jetzt sterbe, aber... Okay, ich mach... Ich habe über 1 Million Schaden gerade gemacht. Hä, Digga? Ist er tot? WTF? Was war das denn? Hä? Leute, was war das? Hä? Okay, nice. Nimm ich mit, nimm ich mit. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was war das? Ich glaube, das mit der Lebensanzeige war ein Fehler. Ich glaube, allgemein sein Leben war ein Fehler. Naja, ich dachte, es kommt ein heftiger Fight. Ich wollte euch das mal kurz zeigen, aber ist egal. Ignoriert es jetzt einfach. Ich gehe zum Dungeon. Also ich muss schon sagen, ne? Also ohne Scheiß. Das rote Gebiet, ne? Sieht mega schön aus. Also hier könnte ich mich eigentlich auch hinbauen. Es sieht wirklich so schön aus. Alles ist schön rot. Das ist so nice. Und ja, da vorne ist der Eingang. Hier, Leute. Der Eingang vom heftigen Dungeon. Das kann was werden, Alter. Oh mein Gott. Ich sterbe. Ich sterbe. Mac. Gut. Was passiert? Der Rappy macht nichts mehr. Warum macht er nichts mehr? Hä? Gerade wollte er mich noch fressen. Hä? Er ist nicht betäubt oder so? Ich gehe aber auch nicht näher ran. Ich töte ihn jetzt einfach. Also keine Ahnung, was das gerade war. Vielleicht, weil ich auf sein Nest drauf war? Kann das sein? Nein, Deinonychos. Deinonychos, Deinonychos. Ihr wisst, wen ich meine. Also keine Ahnung, was gerade los war. Aber jetzt gehen wir hier rein. Jetzt kommt ein kleiner Leck. So. Und das war's auch schon. Jetzt sind wir im Dungeon. Und da war auch schon was. Kompis. Naja. Die muss ich ja jetzt nicht töten, oder? Wir gehen erstmal zu Fuß und warten ab, was hier auftaucht, ne? Weil bis jetzt ist es noch ziemlich leer. Sieht aber schön hier aus. Sieht schön aus. Hier haben wir den ersten Loot. Wir können ja mal reingehen. Ja, wir können auch mal wieder rausgehen. Das war ja gar nichts, Alter. So, ist ziemlich leer hier, ne? Hier ist nochmal ein Loot. Hier geht's nicht weiter. Also, bis jetzt, ich weiß nicht. Bis jetzt ist doch ziemlich öde alles hier, ne? Hey, das müsste aber ein Dungeon sein. Das kommt mir aber mehr vor wie so eine Höhle. Digga. Das sieht ja hier nice aus. Alter, hier würde ich mich am liebsten reinbauen. Da haben wir wieder ein Loot, aber mehr auch nicht. Aber das ist heftig hier. Oh, hier, Siliziumperlen. Falls ihr Siliziumperlen sucht, hier sind, glaube ich, mehr als man mitnehmen kann. Ja gut, wir laufen erstmal weiter. Wir laufen jetzt einfach mal den Weg entlang. So. Ich sehe immer noch kein Dino. Das wundert mich irgendwie jetzt. Hoffentlich ist das hier auch ein Dungeon. Das muss ein Dungeon sein. Links oder rechts? Rechts. Links. Links. Wir gehen links. Wir gehen lieber links. Links ist immer besser. So, wo kommen wir jetzt raus? Digga, ist das nur eine Höhle? Das sieht nicht aus wie ein Dungeon für mich. Das sieht aus wie eine Höhle. Die ist ja riesig, Alter. Und keine... doch, da ist jemand. Da ist jemand. Ein Boss. Okay, da ist ein Boss.
Also gibt es hier nur einen Boss drin, oder wie? Er hat schon ein bisschen Leben weg. Kann sein, dass mein Bruder schon gegen ihn gekämpft hat. Er ist bestimmt dann weggelaufen. Aber ein Boss ist da. Nice. Da haben wir einen Boss. Ja, aber hier ist nichts mehr, oder? Ich flieg nochmal hoch. Ist hier sonst noch irgendwie was? Höher, höher, höher. Nö. Okay, das heißt, ich muss den Boss besiegen. Zum Glück habe ich meinen Mech mit. Oh Gott, ich bin verbuggt. Ich war verbuggt, Alter. Hä? Okay, da explodiert irgendwas. Jetzt sind wohl erst die Dinos da. Digga, was ist das? Ist er böse? Nee, der Kano ist lieb. Ja. 3,4 Millionen ist doch auch ganz schön. Ganz ruhig, Kano. So, Mac. Wir werden den mal kurz besiegen, ne? Wir gehen einfach hier drauf. So. Voll leicht. So mache ich weiter. Ich habe den Boss besiegt. Ich habe den Boss besiegt. Das war aber irgendwie zu easy. Mal sehen, was hat er so? Ja, es war glaube ich kein Boss. Naja, was soll's. Jetzt heben wir ihn auf. Und ich finde, jetzt kann auch mal Tao Tao was machen. Da haben wir ihn doch. Den guten Tao Tao. Zug? Mach dich bereit. Oh mein Gott. Hä? Kakashi? Was ist das für ein Bär überhaupt? Ein Prom-Deer-Bär! Ich habe noch nie einen Prom-Deer-Bär gesehen. Leute, ich lasse sie am Leben. Nur den Menschen. Den nehme ich mit. Haha, zwei Flaggen bekommen. Wir merken uns. Ein Prom-Deer-Bär ist hier. Den werden wir uns wahrscheinlich nächste Folge holen. Ein Prom-Deer-Bär. Wie nice, Alter. Okay, wo bin ich jetzt hier gelandet? Ja, ich denke mal, hier geht's weiter. Oh, da war wieder ein Prom. Das sieht nach dem Ende aus, ne? Zack, weg mit ihm. Wie leicht. Noch ein Prom-Deer-Bär. Ein zweiter. Den werde ich mir auch zulegen. Wartet mal. Wartet mal. Hier geht's jetzt runter. Zum Glück habe ich Tech an. Okay, wir packen Tao Tao wieder zurück. Wir packen ihn wieder zurück. Zack, komm zurück. Und wir schwimmen jetzt mal runter. Ich denke mal, da geht der Dungeon dann weiter. Okay, runter hier. Und da haben wir auch schon die Artefakte. Nice, 3 Stück. So, da haben wir das allererste Artefakt. Hoffentlich kann ich sie noch tragen. Des Pirschens. Okay, okay, Digga. Hä? Wie nice ist das denn? Of the Lost. Also, das wäre jetzt auch zu viel, wenn noch einer kommen würde. Weiter geht's hier. Digga, wie viele Artefakte, Alter? Hier haben wir Artefakt der Tiefe. Oh, schade, dies war nur eins. So, da war aber noch eins. Hier. Rüber damit. Ah, das habe ich schon. Ich werf's mal raus. Und es spawnt kein anderes. Okay. Ist aber egal, wir haben genügend Artefakte bekommen. Das freut mich übelst, Alter. Okay, schwimmen wir erstmal hoch. Schwimmen wir erstmal hoch. So. Jetzt hoffe ich nicht, dass einfach hier Dinos spawnen, ne? Das wäre nicht so schön. Ist hier sonst noch irgendwas? Nö, ne? Ja, haben wir den Dungeon fertig. Gut. Ja, mehr brauche ich, glaube ich, gar nicht. Oh, können wir mal Schnauze haben, wie das aussieht. Mehr brauche ich, glaube ich, gar nicht machen. Ich werde jetzt wieder zurückgehen. Werde die Artefakte reinpacken und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in meiner Base und werde ich euch meine neuen Artefakte präsentieren.
Okay, Leute, bis gleich. So, Leute, da wären wir dann jetzt in meiner Base. Und ja, ich sag mal so, es kann sich sehen lassen, ne? Also, ihr seht ja schon. Digga, hab ich viele Artefakte, Alter. Mega nice. Das ist neu. Richtig heftig, Alter. Die gefallen mir trotzdem immer noch am besten. Ja, und hier habe ich auch noch ein paar, ne? Ihr kennt sie ja schon. Aber nice, Digga. So kann ich nächste Folge wieder einen Boss klatschen. Und ich habe mir so überlegt, wir werden nächste Folge meine ganzen alten Dinos mitnehmen. Heißt die ganz kleineren Dinos. Also nicht alle, aber die meisten. Und wir werden uns zum Boss hin teleportieren. Und mal schauen, ob wir es schaffen werden. Und ja, mal gucken. Megapithecus oder Brutmutter oder vielleicht auch ein Prom-Boss. Ich muss noch überlegen. Okay, aber ich würde sagen, das war's mit der Folge, ne? Wir haben ein Dungeon gemacht. Wir haben die geilste Bestie überhaupt gezähmt. Meine Prom Rock Golem. Und ja, nächste Folge wahrscheinlich der Prom Deer Bear. Oder mal vielleicht auch was anderes. Ihr kennt mich. Ich ändere meine Meinung immer. Okay, jetzt bleibt nur noch zu sagen, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Kommi da. Und ciao und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.